dass ich euch begrüßen darf. Ich begrüße euch alle, wo auch immer ihr uns zuschaut, auf dem Kongress Zukunft für alle, wo wir gerade am dritten Morgen einen Morgenauftakt machen. Mein Name ist Andreas Sallam. Ich habe die Ehre, das hier anzumoderieren, den Auftakt mit euch zu machen. Wir haben einen wunderbaren Gast, den ich euch nachher noch weiter vorstelle. Und jetzt lade ich euch erstmal ein, mit uns hier anzukommen auf dem Kongress in der Zukunftswerkstatt, eine Zukunftszentrale. So rum. Genau. Erstmal die wichtigste Info für euch, damit ihr euch nicht wundert, wo ich denn gerade hinschaue. Mit meinen Augen sehe ich so gut wie nichts. Das liegt einfach daran, dass ich eine Netzhautvernarbung habe, die sich dann langsam entwickelt hat ins Blindsein. In eurer Welt, in meiner Welt ist das einfach eine Riesenbefreiung, weil ich damit ganz viel mehr anderes sehen kann. Aber wenn ich euch nicht in die Augen schaue, liegt das daran. Ihr könnt ja mal für euch üben, die Augen zuzumachen und dann zu schauen, wie sich das dann anfühlt, wenn ihr überwiegend hört, was hier passiert. Da wir nicht nur Geist sind oder Ohren oder Mund oder Hirn, sehr beliebt, sondern auch Körper, und wir wahrscheinlich alle schon heute Morgen einiges an Ankunftszeit hinter uns haben, in den Tag angekommen sind, lade ich uns auch genau dazu ein, mal die Augen zu schließen. Macht das ruhig mal, schließt mal die Augen, setzt euch mal so hin, dass ihr richtig gemütlich da sitzt, spürt mal eure Füße auf dem Boden und setzt euch mal richtig aufrecht hin, dass ihr somit auch den Kontakt zur Erde habt, weil aus der seid ihr nämlich gekommen und da werden wir auch irgendwann wieder hingehen, unweigerlich. Und wenn ihr euch dann klar macht, dass wir alle dieselbe Luft atmen, und zwar wirklich dieselbe, wie schon seit ein paar Millionen Jahren, und Wasser uns alle verbindet, die gleichen Wassertropfen, die schon ewig auf diesem Planeten sind, ist das schon ganz lustig, wenn ihr wisst, dass wir alle verbunden sind miteinander. Und ich lade euch jetzt ein, einfach mal eine Minute Stille zu spüren und in euch reinzuspüren. Nicht nur nach außen zu gehen, werden wir gleich noch genug tun, sondern erstmal eine Minute Stille, bevor ich uns dann mit unseren Körpern abhole. Ich habe jetzt keine Zimbel hier, deswegen mache ich mal so ein virtuelles Bling. Achtet mal auf euren Atem. Vielleicht mögt ihr mal ein, zwei richtig schön tiefe Atemzüge nehmen in eurem Tempo. Könnt ihr auch mal eine kleine Körperreise machen, eure Füße spüren, wie sie den Boden berühren. Dann vielleicht auch sehen, wie eure Beine hier gerade sind. Vielleicht in eure Körperreihen spüren, wo habt ihr Verspannungen sitzen. Wenn ihr die Augen zu habt, könnt ihr besonders gut reinspüren, wie eure Schultern sind, wie euer Gesicht ist, Kiefer. Und dann konzentriert euch mal auf eure Herzen. Weil eigentlich verbindet auch das uns alle, dass wir alle Menschen sind, die gesehen werden wollen, sich spüren wollen und lieben wollen. Werden wir heute noch öfters als Thema haben.
dann lade ich euch ein, wieder zurückzukommen, die Augen zu öffnen und euch vielleicht mal ein bisschen schon mal zu strecken und zu recken und dann auch ruhig aufzustehen. Genau, auch ihr hier im Saal, da wir schon in 2048 sind, haben wir alle schon damals noch die Zeiten gekannt, als wir die Körper nicht mitgenommen haben, aber jetzt machen wir es ja alle besser. Deswegen stehen wir jetzt auch alle und kriegen mit, wie wir miteinander sind. Und wenn ihr jetzt mal steht, ich muss mal kurz mein Handy ausmachen, damit das aufhört zu reden. Das nervt nämlich sonst. So. Wenn wir hier jetzt stehen, dann fangt mal an, mit kleinen Impulsen vom Boden her euch so ein bisschen zu spüren, was das macht in euch, wenn ihr so ein bisschen anfangt, so von den Zehenspitzen her kurz mal in die Spitze zu gehen und dann wieder euch fallen zu lassen. Und das könnt ihr ein bisschen intensivieren, indem ihr die Bewegung verstetigt und dann so leicht hüpft, als würdet ihr tanzen. Können wir auch einen Groove machen, meinetwegen. Ihr dürft doch gerne mitklatschen. Genau, so ein kleiner Morgentanz, könnt ihr auch die Beine wegschmeißen dabei. Schmeißt mal die Beine von euch weg und schüttelt euch aus. Ihr dürft euch auch ganz durchschütteln. Genau, und ruft noch ein bisschen dabei. Genau, sehr schön, wow. Und dann schüttelt euch mal komplett aus. Ihr dürft euch mal richtig durchschütteln. Sieht auch keiner, ihr habt ja alle die Augen zu. Also ganz klar, ne? Ihr auch da. Wehe, jemand guckt hin, wehe. Also schüttelt euch durch und freut euch des Lebens, weil damit werdet ihr nämlich wach. Genau, und dann streckt euch mal. Nehmt mal die Arme ganz nach oben und streckt euch und reckt euch. So, dass ihr eben halt vielleicht ein paar Kirschen pflückt von den Bäumen. Oh. Oder ihr könnt auch ein bisschen Sternenstaub holen von den obersten Sternen. Die sind besonders schön. Und die könnt ihr in eure Köpfe reiben. Oh. Oh. Und dann streicht mal eure Gesichter aus. Eure Schläfen. Und dann klopft mal eure Arme aus und eure anderen Arme und eure Körper. Genau, klopft euch mal aus. Ich hoffe, das machen die Mikros mit jetzt hier gerade in den Kameras und die Beine. Yes. Sehr schön. Okay, und dann kommt wieder zur Ruhe, kommt wieder zur Mitte. Ich hoffe, das geht mit dem Mikro. Liebe Regie, geht das mit dem Mikro? Wow, sehr schön. So, und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen wacher und ein bisschen munterer seid. Seid ihr es? Seid ihr munterer? Yay! Sehr schön. Und ich vermute mal, dass es mit der Zeit so hinkommen müsste, oder? Ha, wow. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Schön. Und dann ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, um meinen wunderbaren Gast, auf den ich mich wirklich freue, weil ich lerne da gerade sehr viel. Und zwar lade ich jetzt ein, dass Derya Bin Işık zu mir auf die Bühne kommt und uns einiges erzählt über reproduktive Gerechtigkeit. Und ich kann euch sagen, das wird echt richtig spannend. Und guten Morgen, Derya. Danke für die schönen. Ja, und das ist echt toll. Also ich freue mich wirklich sehr drauf und vielleicht magst du selbst dich nochmal vorstellen, damit du allen, die jetzt uns zuschauen, erstmal vermittelst, in welchem Kontext du eigentlich hier bist und ein bisschen was von deinem Background zu sagen. Ist das okay? Ja, gerne. Cool. Genau, mein Name ist Derya. Ich bin seit vielen Jahren unterwegs im Bereich der politischen Bildung, also alles, was mit den schönen Ismen zu tun hat, Klassismus, Rassismus, aber auch Feminismus, was so mein Herzensthema ist.
Und genau, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren eher aktivistisch mit feministischen Themen und seit neuestem eben auch als Lohnarbeit, nämlich bin ich jetzt Referentin für reproduktive Gerechtigkeit, ein Begriff, der heute noch öfter fallen wird, und sexuelle Selbstbestimmung im Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung. Und genau, nebenbei studiere ich noch, also das ist wirklich nur ein Nebenstudium, aber eins, was sehr viel Spaß macht, Dokumentarfilm, Regie an der Filmarche in Berlin. Genau, so viel zu mir. Ja, schön. Also wirklich berührend, weil ich, ja, danke. Ja, das ist wirklich toll, dass wir dich hier heute Abend, heute Morgen haben können, weil das, was du uns vermittelst, also ich habe es gestern ja erstmal wirklich richtig kennenlernen können und ich kann nur feststellen, dass es viel zu wenig Leute wirklich kennen und viel zu wenig Leute eine Ahnung davon haben, was das eigentlich heißt. Und ich lade dich jetzt wirklich herzlich ein, uns in den nächsten knapp 20 Minuten mal drüber zu berichten, was dein Hintergrund da ist und das als Tagesimpuls in den Tag heute zu geben. Da kommen noch ganz spannende weiterführende Themen dazu. Mhm. Gerne. Genau, ja, also genau, auch für mich ist das gar nicht so ein altes Thema, sondern auch ich bin erst seit kurzem mit dem Thema reproduktive Gerechtigkeit wirklich beschäftigt. Ich erkläre auch gleich noch mehr dazu. Ich wurde ja hierher eingeladen mit der Bitte, mir zu überlegen, was so eine eher feministische Vision von 2048 sein könnte. Ich finde Visionen gar nicht so einfach, ich finde es immer leichter zu kritisieren, deswegen war das auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Aber ich lade euch jetzt einfach zusammen mit mir ein, also dich und euch, die hier seid und die zuhören, sich mal eine Gesellschaft vorzustellen, in der drei Dinge gesichert sind. Nämlich erstens das Recht, schwanger zu werden, wann und wie ich möchte und Entscheidungen über die Geburt zu treffen. Zweitens, wenn ich nicht schwanger werden möchte, nicht schwanger zu werden und auch zu entscheiden, wie ich diese Schwangerschaft verhindern kann oder abbrechen kann. Und drittens, Kinder, egal ob sie jetzt meine leiblichen Kinder oder Kinder einfach so sind, unter sicheren und würdevollen Bedingungen großziehen können. Das ist sozusagen die Vision, die ich zeichnen möchte. Das kann sein, dass manche jetzt denken, ja, naja, also so, das ist doch eigentlich schon so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas, aber... Nee, es ist nicht. Das ist ja klar, ne? Also wir haben Ansätze davon erkennbar, aber selbst in der Freiheit, die du damit in der Selbstbestimmung auch meinst, sehe ich das noch als wirklich wunderbare Utopie. Also genau, also ich würde sagen, viele Menschen sind schon an dem Punkt, in dem sie diese drei Möglichkeiten, also Kinder bekommen, wann sie wollen, das verhindern oder eben die großziehen, wie sie wollen, die diese Rechte eigentlich schon haben. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die haben nicht so einen ungehinderten Zugang zu diesen Möglichkeiten. Und deswegen ist sozusagen meine Vision, und dafür kämpfe ich, und das tun auch noch ganz viele andere, das eben durchzusetzen. Und der Begriff, den ich dafür gefunden habe, und das ist natürlich nicht mein Begriff, sondern den hat jemand anders gefunden, und ich benutze den, ist reproduktive Gerechtigkeit. Das ist ein Konzept, ich erkläre gleich noch was ein bisschen zum Background, weil der mir auch ganz wichtig ist, aber erstmal die Idee ist, vielleicht kennen viele irgendwie reproduktive Rechte, ne? Also die Möglichkeiten, Fruchtbarkeit zu kontrollieren, Geburten so zu managen und Elternschaft zu ermöglichen, also alles, was mit Elternschaft, Geburt und Fruchtbarkeit zu tun hat, sind reproduktive Rechte. Genau, und der es gibt schon lange Kämpfe dafür, dass alle Menschen eben Zugang zu diesen Rechten haben. Und dann ist aber die Annahme, also meine Annahme, und die teilen, glaube ich, auch viele, die sich mit diesem Konzept beschäftigen, dass wir in einer Welt leben, in der soziale Ungerechtigkeit herrscht. Und solange soziale Ungerechtigkeit herrscht, kann gar nicht jeder Mensch Zugang zu diesen Rechten so haben, wie das sein sollte. Deswegen verbindet dieses Konzept sozusagen den Kampf für soziale Gerechtigkeit und den Kampf für reproduktive Rechte. Die Vision, die damit zu tun hat, ist also eigentlich, und das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen hippiesk, aber so ist es eben, dass alle einfach frei entscheiden können über ihre Körper, über ihren eigenen Körper, was damit passiert und ob und wie sie sich reproduzieren wollen. So, das ist die Vision. Ich finde die eigentlich ziemlich
eingänglich. Ich glaube aber, viele Menschen setzen sich gar nicht damit auseinander, dass Reproduktion so ein politisches Thema ist, was so vielen Menschen erschwert wird. Gabi, darf da mal gerade reingehen, weil ich glaube wirklich, dass es für viele ganz neu ist und in der Dimension, die das hat, nämlich dass es ja auch ein Privileg ist, in diese Richtung die Freiheit zu haben, vielen nicht bewusst ist. Mhm. Und ich glaube deswegen auch die Einladung an euch, wenn ihr es an den Bildschirm schaut, wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr mitchatten und Fragen stellen. Wenn ihr es nicht seid, könnt ihr euch noch anmelden und dann Fragen stellen. Aber die Einladung an euch, jetzt schon Fragen zu stellen, wir sammeln die. In der Regie werden sie dann nachher kompensiert und an uns reingegeben. Wir haben nachher einen ausführlicheren Frageblock. Also scheut euch nicht, jetzt schon mal reinzugehen in die Fragen, wenn ihr dazu was wissen wollt. Genau, ich will auf jeden Fall, dass alle irgendwie auch barrierefreien Zugang zu dem haben, was ich so sage, deswegen fragt mich gerne und auch ich bin noch gar nicht so lange mit diesem Konzept beschäftigt und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auch auf kritische Fragen. Genau, nochmal kurz zurückzukommen, was ich eben gesagt habe. Also ich glaube, eigentlich soziale Gerechtigkeit hat schon immer Entscheidungsprozesse von Menschen beeinflusst, ob und wann sie Kinder kriegen. Vielleicht können wir da auch alle mal an uns selber denken. Das sind Fragen, die kriegen wir vielleicht von Familie gestellt. Es gibt Menschen, die würden gerne Kinder kriegen und aus verschiedenen Gründen geht es nicht. Es gibt Menschen, die wollen das auf gar keinen Fall und suchen Wege, das zu verhindern. Und irgendwo hat das auch immer was mit unserer gesellschaftlichen Position zu tun. Ja, wie viel Geld wir haben, was für einen Bildungsgrad wir haben, wie wir aussehen, ob wir einen sicheren Aufenthaltsstatus haben und. Ich bin zu schnell. Ja, genau. Und ich wünsche mir einfach eine Welt, in der all diese, in der diese sehr eigentlich intime Entscheidung nicht beeinflusst ist durch solche äußeren Zwänge. So. Und ich würde jetzt, bevor ich dahin komme, weil ich wurde natürlich auch gefragt, bitte eine Vision, aber dann auch bitte, wie wir dahin kommen. Also ziemlich herausforderungsvolle Frage. Und bevor ich zu diesem, wie wir kommen, wir dahin komme, möchte ich noch ganz kurz so einen Einschub machen, der mir sehr wichtig ist, weil dieses Konzept habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es ist mir wichtig, sichtbar zu machen, von wem das kommt. Und dafür gehe ich jetzt mal zurück in die 90er Jahre in den USA. Und zwar haben 1994 schwarze Feministinnen, also eine Gruppe schwarzer Feministinnen, sich zusammengeschlossen, die irgendwie mit den Themen so pro-choice schon beschäftigt waren. Ja? Also pro-choice, für die, die das nicht wissen, ist so eine feministische Bewegung, die sich für die, vor allem für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und für sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Im Gegensatz zu pro-life, das sind so die klassischen AbtreibungsgegnerInnen. Genau, also diese schwarzen Feministinnen in den USA haben sich nicht repräsentiert gefühlt durch den sehr weiß geprägten Kampf für legale Abtreibung und auch generell durch den sehr weiß geprägten Feminismus und haben sich gedacht, unsere Lebensrealitäten als schwarze Frauen in den USA, die von Rassismus betroffen sind, die auch von patriarchalen Strukturen natürlich betroffen sind, in ihren eigenen Communities und in der gesamten Gesellschaft. Wir fühlen uns nicht repräsentiert von dieser eher weißen Perspektive auf Reproduktion, was ja auch total verständlich ist. Man geht ja oft eben von sich selbst aus. Und dadurch ist dann sozusagen dieses Konzept entstanden und auch ein Kollektiv dazu, das heißt Sister Song. Ich lade alle dazu ein, das mal zu googeln. Da gibt es auch interessante eine Website und so, muss nicht Google sein. Entschuldigung, zu suchen. genau, bei Ecosia oder so. Ecosia ist viel besser. aber ja. Genau, also da hat sich ein Kollektiv gegründet um diese Feministinnen, die gesagt haben, wir stehen jetzt auf, wir haben keinen Bock mehr auf, uns irgendwie dem weißen Feminismus hier unterzuordnen, weil für uns sind nämlich außer den Zugang zur Abtreibung auch noch ganz viele andere Themen der Reproduktion wichtig, zum Beispiel das Recht überhaupt auf eine sichere Schwangerschaft oder das Recht, mein Kind in einem Umfeld aufwachsen zu lassen, das nicht von Rassismus und Polizeigewalt geprägt ist. Das sehen wir ja heute auch, das ist ja immer noch aktuell. Genau, und somit ist dieses Konzept eigentlich mehr als nur eine feministische Theorie,
sondern sie ist vor allem eine Praxis von unten, von marginalisierten Communities in den USA, die gesagt haben, wir machen jetzt unser eigenes Programm. Und ich finde das total wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das die, der Ursprung eigentlich dieses Konzepts ist und dass es einen ganz starken Empowerment-Charakter hat, genau, den man sich auch als Motivation nehmen kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass das jetzt ein Konzept ist, was ausschließlich von bestimmten marginalisierten Gruppen benutzt werden kann, aber es ist halt eben natürlich für die vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft viel wichtiger, dafür zu kämpfen, als für die Privilegierten, hast du ja vorhin auch schon gesagt, die sowieso schon diese Zugänge haben. Genau. Ein großes Thema in diesem Kollektiv, und darum geht es auch heute noch, glaube ich, ist reproduktive Unterdrückung, so nennen die das. Und dahinter steht die Annahme, dass der Staat aus ökonomischen oder auch eugenischen Gründen bestimmte Personen in der Gesellschaft zur Reproduktion animieren will. Also in den USA ist das zum Beispiel dann so, vor allem weiße AkademikerInnen, die in Heterobeziehungen sind, die sollen bitte Kinder kriegen, davon wollen wir mehr. Und alle, die nicht dem entsprechen, aufgrund von rassistischen Merkmalen, also rassistischer Diskriminierung oder aufgrund einer Behinderung oder aufgrund ihrer Sexualität, die sollen bitte keine Kinder kriegen. Und sozusagen, das ist natürlich nicht so, dass das in irgendeinem Gesetz steht, aber es gibt eben verschiedene Stigma, aber auch Kosten, die damit verbunden sind, zum Beispiel schwanger zu werden oder eine Schwangerschaft abzubrechen, die Leute eben davon abhalten, ihre Träume in der Hinsicht zu verwirklichen. Genau, das ist so ein bisschen der Background. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich hole das jetzt mal wieder zurück in unsere Vision und was das eigentlich vielleicht auch in einem deutschen Kontext bedeuten kann, ne? Weil ich habe ja betont, das hat natürlich einen ganz klaren Ursprung in den USA. Aber ich finde, eigentlich lässt sich das auch gut auf den deutschen Kontext übertragen, und das ist ein super, dieses Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ist eigentlich ein super kraftvolles Instrument, um sich eine Zukunft vorzustellen, die feministisch ist. dazu möchte ich nochmal so einen Hintergrund geben. Also ich gehe eben davon aus, dass, oder wir können gemeinsam davon ausgehen, vielleicht können wir das auch diskutieren, dass unsere Körper und unsere Reproduktionsfähigkeit, die ja ganz unterschiedlich gelagert ist, in einer Welt, die von Kapitalismus geprägt ist und vom Patriarchat, also von patriarchalen Strukturen, in dieser Welt werden unsere Körper und unsere Reproduktionsfähigkeit eben benutzt, um einen gewissen Status quo zu erhalten. Und das ist gar nicht, wie ich gesagt habe, immer irgendwie total offensichtlich. Das liegt manchmal auch so ein bisschen verborgen, diese Funktion. Aber natürlich sollen vor allem bestimmte Personen Kinder bekommen und andere lieber nicht. Vielleicht, um das mal ein bisschen plastischer zu machen als Beispiele, ihr kennt ja sicherlich alle, oder du auch, Andreas, das Elterngeld. In Deutschland wird das Elterngeld ja nach dem Einkommen berechnet. Das heißt, das Elterngeld soll ja Personen animieren, Kinder zu bekommen, weil sie dann, obwohl sie sozusagen Pflege übernehmen für die Kinder, also Sorgearbeit, kriegen sie so einen Prozentsatz von ihrem Gehalt weitergezahlt. Super Sache, nur scheiße, wenn man halt kein hohes Gehalt hat. Ja? Das heißt, warum ist das ans Gehalt gekoppelt? Das animiert vor allem Menschen mit einem hohen Gehalt, Kinder zu bekommen, zum Beispiel. Anderes Beispiel ist in die andere Richtung, wenn ich Hartz IV bekomme, dann wird das Kindergeld auf den Hartz IV-Satz angerechnet. Das heißt, ich bekomme nicht extra Kindergeld, sondern das wird abgezogen. Also auf der anderen Seite sozusagen gibt es da irgendwie eher das Gegenteil von einem Anreiz, eher einen Verlust eigentlich, ne? Ein anderes Beispiel ist einfach die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Ich weiß nicht, so vielen ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber in Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch nicht legal. Er ist nur straffrei unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, er steht im Strafgesetzbuch. Das bedeutet ja auch, dass ich sozusagen, wenn ich eine Schwangerschaft abbrechen möchte, wird mir eigentlich suggeriert, ich begehe hier eine Straftat. Ja?
Also das gehört auch, ist auch eine Art Politik, die Menschen davon abhält, sich frei zu entscheiden, was mit ihrem Körper passieren soll. Und das ist auch eine Geldfrage und deswegen eine ökonomische Frage, weil Schwangerschaftsabbrüche kosten Geld und die werden häufig nicht von der Krankenkasse übernommen. So. Genau, also das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Ein anderes Beispiel wäre Kostenübernahme von Verhütungsmitteln zum Beispiel. Oder Adoptionsrecht in Deutschland diskriminiert lesbische Paare. Die können viel schwieriger adoptieren als Heteropaare zum Beispiel. Genau, und ich glaube, damit, mir fallen noch ganz viele andere Beispiele ein, aber wahrscheinlich habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Ich will damit eigentlich nur sagen, auch hier in Deutschland heute gibt es ganz, ganz viel zu tun, um diese Vision, die ich vorhin versucht habe zu skizzieren, zu erreichen. Die Frage ist ja, wie kommen wir dahin, reproduktive Gerechtigkeit umzusetzen? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Ebenen. Eine Ebene, die wir eigentlich gerade schon hier so ein bisschen machen, ist die diskursive Ebene. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, überhaupt diese Idee, wessen Reproduktionsfähigkeit wird eingeschränkt und wessen wird befürwortet, einfach mal in die Debatte einzubringen, ne? Und zu sagen, hey, es geht nicht nur zum Beispiel um den Schwangerschaftsabbruch, der natürlich nach wie vor ein super wichtiges Thema ist, aber es geht halt auch noch um ganz viele andere Themen, die mit Schwangerschaft, Kinderkriegen oder eben nicht Kinderkriegen zu tun haben. Und da den Blick zu öffnen, zu sagen, wir sollten uns mal angucken, wie viele Menschen auch eher für das Recht auf eine Schwangerschaft kämpfen und nicht nur für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, den ich auch versucht habe, stark zu machen, als ich den Kontext erläutert habe, ist, auch zuzuhören. Also hier geht es um, das Konzept kommt ganz stark aus Communities, die irgendwie von Rassismus betroffen sind zum Beispiel. Also hören wir doch mal diesen Personen zu, die sich auch schon engagieren in Selbstorganisation und kämpfen für ihre Rechte. Also die sollten einfach mehr Gehör finden und mehr Bühnen haben. So. Und die werden schon selber irgendwie wissen, wie sie gern ihr Leben leben wollen. So, ja? Also genau, dieses ganze Zuhören, das ist ja sowieso eine Maxime, die man in der Politik und auch in der linken Politik irgendwie mehr noch mal mehr fördern sollte. Und dann ein anderes Instrument, um diese Vision umzusetzen, wäre, glaube ich, schon auch Gesetzgebung sich anzugucken. Was für Gesetze gibt es schon, die irgendwie mit Reproduktion und sozialer Gerechtigkeit zu tun haben? Und wie zugänglich sind diese Rechte, die da drinstehen in den Gesetzen, für alle Menschen? Und da, wo sie eben nicht zugänglich sind, zum Beispiel, was ich eben meinte, dass das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet wird, das kann man auch easy ändern, ne? Mit einer Gesetzesänderung. Also da ansetzen an den Gesetzen, die es schon gibt. Und dann darüber hinaus aber auch mal überlegen, okay, und was fehlen denn noch für Strukturen, die wir brauchen, damit alle wirklich frei über ihre Körper entscheiden können. Und da müssen, glaube ich, einfach viele neue Organisierungen der Gesellschaft passieren. Die müssen dann antikapitalistisch sein und antirassistisch sein. Und das ist natürlich eine Transformation, die viel tiefer geht als jetzt eine Gesetzesänderung. Aber ich glaube, so, man kann so short-term-mäßig, also im kurzen... Short-termig ist ja auch schön. Also so mit einer Kurzsicht in die nähere Zukunft natürlich Dinge verändern. Dazu gehören zum Beispiel auch Stigma abzubauen. Warum mischen sich Leute so viel ein, wenn Leute schwanger sind? Ja, warum denkt man irgendwie, man kann schwangeren Personen sagen, wie sie sich zu verhalten haben? So zum Beispiel. Aber im Längeren, wenn wir nach 2048 denken, gibt es natürlich noch viel tiefer gehende strukturelle Veränderungen, die wir brauchen, um in einer Gesellschaft anzukommen, die so gerecht diese Ressourcen verteilt, dass wir alle wirklich frei über unsere Körper selbst entscheiden können. Genau, und ich glaube, noch ganz wichtig, was immer wichtig ist, ist eigentlich ein intersektionaler Blick. Intersektional heißt, dass sich verschiedene Diskriminierungsmechanismen und Zugehörigkeiten zusammendenke, und zwar nicht als so Add-on, ne? Ich bin zum Beispiel, ich bin Cis-Frau mit Migrationsgeschichte und, sondern meine Rassismuserfahrung, meine Sexismuserfahrung, die bedingen sich, die ergeben irgendwie ein Bild. Und intersektional auf dieses Thema Reproduktion zu schauen, heißt eben auch, alle möglichen Privilegien und Diskriminierungen auf der anderen Seite mitzudecken und das Zusammenspiel davon, das
finde ich auch wichtig, wenn wir dem Ganzen näher kommen wollen. Genau, ich glaube, ich höre jetzt mal auf und bin gespannt auf die Fragen, die dazu kommen. Ja, passt das so? Mhm. Erstmal von, ich meine, da sind ja, bevor wir jetzt auch vielleicht in die Fragen von den Zuschauenden reinkommen, ist da ja schon eine ganze Menge, wo ich sofort sagen würde, wow, ganz sicher, dafür haben sich noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich würde erstmal dir ganz gerne eine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, stellen mögen, und zwar nämlich die Frage nach der Beziehungsfähigkeit der Menschen, die das dann auch selbst bestimmen. Würdest du von deiner Sicht, wo du ja darüber forschst und da auch dich mit auseinandersetzt, eher dahin stellen, dass du denkst, die Gesellschaft braucht da erstmal Bewusstsein für, um den Respekt vor den eigenen Entscheidungsfähigkeiten zu haben? Oder würdest du es eher bei den Menschen denken, die da in die eigene Befreiung gehen sollten, um das auch einzufordern? Also wo siehst du den Handlungsdruck sozusagen mehr? Bist du denn bei den Menschen oder kann man das gar nicht trennen? Ist es beides? Ja, also wahrscheinlich kann man das schwierig trennen, aber ich würde sagen, es gibt schon genug Menschen, die für ihre Befreiung und ihre Selbstbestimmung kämpfen, aber ja. Es gibt eine, dem gegenüber steht eben eine Gesellschaft, die in der Masse oder im Mainstream und in den Eliten dem kein Gehör schenkt und auch keinen Raum gibt. Und ich glaube, deswegen geht es eher in Richtung, die Kritik geht natürlich eher in Richtung der gesellschaftlichen Strukturen, die überhaupt dazu führen, dass Personen das Gefühl haben, sie können nicht frei entscheiden, wie sie ihr Leben leben wollen. Ja. Du meinst, dass der Bodensatz, in den Menschen sich darüber Gedanken machen können, überhaupt erstmal so gesetzt wird, dass sie die Freiheit haben, das auch entsprechend offener entscheiden zu können? Das auch, ja. Es gibt sicherlich auch Leute, denen ist gar nicht bewusst, dass ihre Reproduktionsfähigkeit oder ihre Entscheidung über ihren Körper, dass die eingeschränkt sind, genau. Ja. Aber es gibt auch genug Leute, die das total klar haben und schon seit Jahrzehnten dafür kämpfen. Und denen mehr Raum zu schenken, bedeutet natürlich auch, andere zu sensibilisieren, dass das ein Problem ist. Mhm. So. Also in Deutschland ist zum Beispiel ganz vielen Personen, die schwanger werden können, gar nicht bewusst, zum Beispiel, dass Schwangerschaftsabbruch eben im Strafgesetzbuch steht. Also, und das finden die auch teilweise gar nicht schlimm. Das heißt, das ist ein Prozess, das zu erkennen, dass das ein Problem ist und dass es so nicht sein sollte. Würdest du sagen, wenn es mehr Menschen gibt, die miteinander in einem guten sozialen Geflecht leben, dass es auch schon genug an Veränderungskultur mitbringen würde? Oder braucht es da wirklich auch die politischen Entscheidungsebenen, dass auch die Bedingungen sich gesellschaftspolitisch entsprechend geändert haben? Also denkst du, dass es mehr auch ein soziales Bewusstsein der Menschen, die dafür noch kein Bewusstsein haben von dem, was du gerade auch vermittelst, oder ist das doch eher auch eine gesellschaftspolitische Frage, dass die Rahmenbedingungen erstmal anders sein müssten? Ja, also ich habe natürlich immer, das liegt auch an meiner Arbeit und an meiner Ausbildung, ich gucke natürlich immer auf gesellschaftspolitische Verantwortung oder gesellschaftliche Verantwortung für das Individuum oder für die Community. Und natürlich kann ich mich auch irgendwie zurückziehen in eine coole Hausgemeinschaft, die mir ermöglicht, mein Kind oder wie auch immer, wenn ich auch keine will, mich selber so annimmt, dass es eine sichere Umgebung ist, in der ich so leben kann, wie ich möchte. Aber diese Möglichkeiten haben halt nicht alle. Und solange diese Möglichkeiten nicht alle haben, werde ich auf jeden Fall dafür kämpfen, dass gesellschaftlich und politisch dafür gesorgt wird, dass das möglich ist. So, und dazu gehören ja auch soziale Netze, aber auch einfach... Dazu gehört auch einfach Geld, ja, also und Bildung und so. Genau. Ja. Ich glaube, es gibt sogar ein paar Fragen. Genau, ich würde jetzt noch die mal einladen, wenn das gerade für dich passt. Da ich sie nicht sehen kann, also für die, die jetzt später dazugekommen sind, ich selbst bin eingeschränkt, ich sehe nicht. Mit meinen Augen sehe ich wenig. Deswegen habe ich zum Glück netterweise aus unserer Awareness-Gruppe auch die Anita mit dabei und die hat hoffentlich die Fragen jetzt mit dabei. Anita. Sehr schön. Vielleicht magst du mal vermitteln, was an Fragen kam bisher. Ich würde mal direkt vorlesen, und zwar die Aussage erstmal: Diria ist so cool, Herzchen. Oh Gott. Hey, komm, dafür doch mal was auf. Okay, Schluss, Schluss, Schluss. Jetzt die Frage: Kann es einen Nationalstaat geben, der nicht in reproduktive Relikte eingreift?
Rechte eingreift, Dankeschön, oder muss für reproduktive Gerechtigkeit die Nation und der Staat abgeschafft werden? Okay. Das sind die ganz kleinen Fragen am Anfang, die großen kommen später. Ja, also die Vision ging ja bis 48. Ich glaube, den Nationalstaat können wir bis 48 noch nicht abschaffen, obwohl das total super wäre. Aber ich gehe davon aus, dass eine Welt, in der es auch keine Nationen mehr gibt und all die Machtverhältnisse, die damit zusammenhängen, in der wäre auch wahrscheinlich reproduktive Gerechtigkeit leichter herzustellen. Ich glaube aber, dass das sind ja Themen, die sind jetzt so wichtig für einzelne Menschen, für mich und für alle, dass wir sozusagen, bis wir den Nationalstaat abgeschafft haben, schon darüber nachdenken können, wie wir trotzdem reproduktive Gerechtigkeit herstellen können. Ich finde aber auch, dass die Strukturen, die so starr sind, und die sind ganz stark auch durch die Idee von einer Nation zum Beispiel beeinflusst, dass es natürlich das Ganze ziemlich schwierig macht. Ja, Derya, ich höre da so ein bisschen aus der Frage auch raus, ob das überhaupt möglich ist, in einem Staat, der von sich aus schon eher ein Herrschaftssystem bildet, reproduktive Gerechtigkeit überhaupt so zu befeuern. So, glaubst du, das geht? Also glaubst du, dass es per se möglich, das eben halt entsprechend so frei zu gestalten? Kennst du Beispiele vielleicht sogar, wo es bisher schon in die Richtung geht, dass ein Nationalstaat in der Richtung arbeitet? Naja, das gehört halt, ich glaube, das geht schon. Ich kenne jetzt kein Beispiel, wo das schon hergestellt wäre, aber natürlich, wenn das ein Nationalstaat macht, dann heißt das natürlich immer eine Abschottung nach außen, ne? Weil wenn ich irgendwie innerhalb meiner Nationalstaatsgrenzen ganz tolle Gesetzgebung und ökonomische Möglichkeiten für reproduktive Gerechtigkeit schaffe, dann heißt es, ich muss mich abgrenzen nach außen und das wollen wir ja auch nicht oder ich will das nicht. Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde es auch sowieso schwierig, außerhalb des Nationalstaats überhaupt zu denken. Das ist auch was man wahrscheinlich öfter mal tun sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn diese Utopie der reproduktiven Gerechtigkeit hergestellt ist, dass damit einhergeht, weil damit ja auch soziale Gerechtigkeit einhergeht, dass sowas wie ein Nationalstaat, so wie er jetzt konstruiert ist, sowieso absurd wäre und obsolet. Also von daher würde ich denken, das geht irgendwo auch zusammen. Ja. Aber okay. Ich würde jetzt nicht sagen, erst muss das passieren, damit das passiert, sondern ich will, dass jetzt schon was passiert. Deswegen, genau. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen und zwar: Gibt es eine Grenze der persönlichen Freiheit der Reproduktion, zum Beispiel Versorgungsprobleme der Menschheit mit Lebensmitteln, ökologischer Fußabdruck? Gibt es eine, kannst du es nochmal wiederholen? Gibt es eine Grenze der persönlichen Freiheit der Reproduktion? Ja, also in dem, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Reproduktion kann ja noch ganz viele andere Sachen heißen, außer nur sozusagen Fruchtbarkeit und Kinder in die Welt setzen oder eben nicht. Das heißt natürlich, hat Reproduktion dann noch ganz viele andere, zum Beispiel Fürsorgearbeit ist ja auch reproduktive Arbeit oder Industrie. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Frage da so richtig verstehe, aber ich würde sagen, willst du was dazu sagen? Nee, ich tue mich auch schwer mit der Frage, ja. Weil ich würde jetzt gerne die Fragestellerin, die fragestellende Person hier haben, damit ich das hinterfragen könnte, weil ich bin mir auch nicht sicher. Ich merke da eine Unsicherheit. Okay. Ja. Ich glaube, du wirst nicht zu hören, deswegen würde ich das mal übersetzen, was du sagst. Also bitte deswegen nicht zu viel, damit wir es übersetzen können. Ah. Okay, um jetzt mal für die Streaming-Nutzenden das zu wiederholen, die Frage, Derya, weil ich glaube, du bist sonst über die Mikros nicht zu hören. Die Frage kam aus dem Saal hier gerade und die Frage geht, glaube ich, in die Richtung, wenn ich das richtig höre, ob es Grenzen gibt von der Reproduktionsfreiheit. Freiheit, genau. Genau, zum Beispiel aus ökologischen Gründen, ja. Mhm. Zum Beispiel, ja. Ja, ist eine spannende Frage, mit der ich mich ehrlich gesagt noch nicht genug beschäftigt habe. Deswegen habe ich dazu nur eine spontane Antwort. Und würde natürlich sagen, dass zum Beispiel so ökologische Ressourcen und Klimawandel auch ein ganz großer Themenbereich von reproduktiver Gerechtigkeit ist. Weil wenn wir in einer Welt leben, die
sozusagen ressourcentechnisch ausgebeutet wird, dann ermöglicht das ja schon so, nicht allen Menschen so sich zu reproduzieren und so zu migrieren und so zu leben, wie sie wollen. Das heißt, natürlich hat das was miteinander zu tun. Ich habe, glaube ich, immer so ein Problem mit so, oder ich schaue darauf nicht so sehr aus dieser demografischen Perspektive, dass ich sage, okay, die Ressourcen sind endlich, deswegen müssen wir das irgendwie kontrollieren. Ich glaube, wenn man Leuten eine Selbstbestimmung lässt in der Art und Weise, wie sie leben wollen, und wenn man alle partizipieren lässt daran, wie wir unser Leben organisieren wollen, dann kommt man sowieso auch zu einem besseren Diskurs und einer Debatte darüber, was sind denn eigentlich unsere Grenzen dann ressourcentechnisch. Und dazu gehört dann natürlich auch Reproduktion, aber dazu gehört auch Wirtschaften und so weiter, ne? Also ich glaube, ich erhoffe mir, dass da eher dann so eine freiere Debatte darüber herrschen würde, als wie das jetzt gerade ist. Weil jetzt gerade ist es halt so, in bestimmten Teilen der Erde wird halt Reproduktion erschwert. Ja, da werden irgendwie Verhütungsmittel kostenlos verteilt und zwangssterilisiert und Leute werden davon abgehalten, überhaupt legale Migrationswege zu nehmen. Das heißt, die Reproduktion von bestimmten Gruppen global gesehen ist schon eingeschränkt und von anderen halt nicht. Und ich glaube, daran, an diesem Ungleichgewicht, müsste man eher was ändern. Ich hoffe, dass. Aber es ist eine spannende Frage, mit der man sich auf jeden Fall noch mehr auseinandersetzt. Hängt auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Menge mehr dran. Ich würde ganz kurz mal gerne einen Zeitcheck haben, um zu wissen, wie sind wir in der Zeit? Wir haben noch 12 Minuten. Also okay, insgesamt. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch eine Frage ganz gut unter, bevor wir dann vielleicht Richtung Orga und Co. noch gehen, um den Morgenabschluss abzurunden. Aber ja. Haben wir noch eine Frage? Das passt sehr gut. Ich habe sehr gut. Eine Frage. Sehr gut. Ne, vielleicht kriegen wir die rein, mal gucken. Ja. Also, fände ich spannend. Also, zunächst die Frage, die noch aus von den Zuschauern kommt. Was hältst du von Do-it-yourself-Gynäkologie? Als Versuche, Körper dem Blick und der Kontrolle zu entziehen und als Selbstermächtigung? Ja, halte ich viel von. Auch als sozusagen. Sozusagen den aktuellen Status quo einfach sich daraus zu befreien, finde ich total wichtig, dass also zur körperlichen Selbstbestimmung gehört natürlich, dass man überhaupt seinen eigenen Körper kennt und auch Verantwortung übernimmt, und dazu gehört auch überhaupt zu wissen, wie das alles so abläuft. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige feministische Bewegung gewesen, sozusagen so Selbstuntersuchungen zu machen. Ich glaube nur, dass der Zugang zu diesem Wissen auch wiederum sehr stark mit Privilegien zusammenhängt, die halt nicht alle haben. Und deswegen muss neben dieser Selbstermächtigung, was zum Beispiel gynäkologische Untersuchungen oder sowas angeht, muss es halt auch gesichert sein. Und dafür ist es eben eine staatliche Daseinsfürsorge, glaube ich, dass alle Menschen trotzdem Zugang zu einer guten gynäkologischen Versorgung haben. Und das ist halt nicht gegeben. Und ich glaube, ich glaube gar nicht, dass das entweder oder ist, sondern eher, dass das kann beides da sein, aber es muss irgendwie so eine Grundversorgung gesichert sein, und die ist in Deutschland nicht gesichert für bestimmte Gruppen. Und vor allem wahrscheinlich auch angstfrei, ne? Dass genau. Eben halt ohne Ängste ist, genau. Sanktioniert zu werden. Ja. Das habe ich auch vorhin vergessen, das war mir eigentlich noch wichtig zu sagen, wo du es gerade sagst, danke, dass zur reproduktiven Gerechtigkeit auch ein progressiver und offener Umgang mit Sexualität überhaupt gehört. Ja, oh ja. Also sozusagen das Recht irgendwie auf eine zeitgemäße Sexualpädagogik, ja, das haben wir eigentlich alle, und dazu gehört dann ja auch so gynäkologische so ein Grundwissen einfach, was nicht mit irgendwelchen irgendwie religiös oder anders moralisch geprägten Annahmen über unsere Körper zusammenhängt, sondern was einfach wirklich uns zur ermöglicht, überhaupt selbstbestimmt entscheiden zu können. Und ich glaube, da ist eine progressive Sexualpädagogik total wichtig, und das lässt sich auch super umsetzen. Es wird nur nicht gemacht, weil es da zu viele Widerstände gibt. Und genau, ja. Ja, schön, schön. Deine Frage noch, Annika. Genau. Annika. Wenn wir dafür noch Zeit haben, sehr gerne. Na, also es schließt so ein bisschen an die vorhergegangene Frage an, und zwar: Ich habe immer wieder Menschen in meinem Umfeld, die sich dann dem linksalternativen Spektrum zuordnen und die sich dann aufgrund der ganzen Geschehnisse, wegen denen wir ja auch hier diesen Kongress machen, also so irgendwie ökologischer Fußabdruck und Co.,
dagegen entscheiden, ein Kind zu kriegen, obwohl das Menschen sind, die genau für solche Inhalte, die du hier präsentierst, einstehen und sagen, ey, ich kämpfe dafür, ich kämpfe für meine Rechte, aber es ist halt unnachhaltig, ein Kind zu bekommen, deswegen tue ich das nicht. Und ich will diesen Menschen gerne, also ich habe da auch durchaus meinen Sprech, den ich denen dann mitgebe, und ich würde dich jetzt gern fragen, was würdest du so Leuten sagen, die sich aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus vielleicht gegen Kinder entscheiden würden, obwohl sie damit vielleicht, also obwohl die Möglichkeit bestünde, dass sie damit tolle Menschen irgendwie in diese Welt setzen. Es ist natürlich immer eine eigene Entscheidung. Also ich, genau, ja. Wer kein Kind haben möchte, ist toll, aber... Genau, ich würde auch sagen, also für mich gibt es da auch keine Wertigkeit, was jetzt besser ist, mit oder ohne Kinder sein Leben zu gestalten. Das ist wirklich eine super intime Entscheidung. Wir leben ja aber in so einer, eigentlich in einer verrückten Welt, in der Reproduktion schon ziemlich gut kontrollierbar ist, wenn wir das wollen. Und deswegen ist die Frage, ob ich ein Kind will oder nicht, super aufgeladen mit zum Beispiel solchen Fragen. Was ist damit mein Beitrag zum Beispiel zum Klimawandel oder so, wenn ich jetzt ein Kind in die Welt, oder will ich ein Kind in eine Welt setzen, die von Rassismus und Gewalt geprägt ist? Ja, das ist ja auch so eine Frage. Möchte ich das auch noch irgendwie da reinlaufen lassen? Und das mit dem ökologischen Fußabdruck, also ich glaube, ich finde das eine total legitime Begründung, keine Kinder zu kriegen, wenn man glaubt, dass man damit sozusagen seinen eigenen politischen Idealen entgegenhandelt. Es ist für mich eine Begründung. Ist nicht, also, aber ich würde da jetzt nicht sozusagen argumentieren wollen, weil das ist ja legitim. In der Welt leben wir eben. Ne? Mhm. Es wäre natürlich total schön, wenn wir in einer Welt leben würden, in der diese Ängste gar nicht bestehen und in der sozusagen sich niemand Sorgen machen muss um unseren Planeten. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und wenn die Leute es für sich als besser betrachten, deswegen zum Beispiel keine Kinder zu haben, super. Vielleicht kann es aber gleichzeitig Leute geben, die unbedingt welche haben wollen, es aber erschwert wird durch, aus verschiedenen Gründen, und die sollten diese Möglichkeiten ja trotzdem haben. Also ich glaube, das darf sich nicht so richtig ausschließen. So. Also ich glaube, Derya, alle, die uns zuschauen, merken, darüber könnten wir jetzt noch wahrscheinlich 2 Stunden weitersprechen, problemlos, weil da hängt so viel dran und auch so viel Persönliches. Und Anita, ich hoffe, das ist für dich okay, wenn wir jetzt hier dann mal erstmal einen Schnitt machen. Ihr Lieben, die ihr uns zuschaut, ihr Lieben, die das mitnehmen, ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich teilen mit mir, wenn ich jetzt einfach mal die Aussage treffe, ein super Vortrag, ein super Beitrag für den Tag, für den Tagesauftakt von Derya Bin Üşük. Und dafür ein ganz kräftiges Dankeschön und einen ganz kräftigen Applaus. Derya hat uns noch eine Reihe spannender Links mitgegeben, die hoffentlich hinterher auch in die Mediathek kommen, wo ihr dann Weiterführendes dazu finden könnt, um euch damit weiter zu beschäftigen. Also nach dem, was ich von dir mit erfahren habe, Derya, es lohnt sich sehr. Und ich habe wirklich viel dadurch gelernt und hoffe, dass wir der Utopie mit jedem Tag ein Stückchen näher kommen und dieser Kongress dazu beiträgt. Also ja, danke schön, Derya. Danke euch auch für die Fragen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu den Punkten, die wir dann noch haben, um euch alle gut in den Tag zu entlassen. Ich kann euch auch die Empfehlung aussprechen, weil das macht eine gute Kollegin von mir, die Manuela Kuha, macht um 11 Uhr einen sehr spannenden Vortrag, der, glaube ich, sehr nahtlos daran anschließt, nicht kein Vortrag, sondern ein Podium, ein Panel. Der heißt Unbeherrscht Lieben. Also echt klasse besetzt, spannende Menschen da drauf, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Aber auf dem Weg dahin gibt es jetzt nochmal 3 Orga-Punkte. An euch alle die Einladung, wenn ihr irgendwie Ressourcen habt und irgendwie die Möglichkeit habt, euch noch zu engagieren, und dazu braucht ihr nicht mal Vorwissen, es werden heute und morgen noch händeringend Tech-Hosts benötigt. Als Tech-Host, also als Mensch, der Technik mit betreut, unterstützt und so weiter, braucht ihr nichts weiter zu können, außer dass ihr ein bisschen Zeit habt und die Bereitschaft dazu habt, euch damit auseinanderzusetzen. Alles Nähere findet ihr hoffentlich jetzt in der Bauchbinde, wo ihr hinschreiben könnt, also eine Video-Einblendung, und könnt euch dahin wenden. Ich hoffe, dass ihr euch dazu einfach mal für 2-3 Stunden bereitwendet. Anita hat jetzt noch 2 andere Punkte, die sie euch gleich übermitteln wird.
von mir auch nochmal der Appell, dieser Kongress hat, ich bin von Anfang an jetzt dabei, von Konzeptwerk Neue Ökonomie und den ganzen Partnern unglaublich viel Vorbereitungsarbeit benötigt. Ich glaube, 1-2 Jahre sind die schon alle dabei. Ich bin seit einem Jahr dabei und ich weiß, da wird auch noch ganz viel Monetäres an Unterstützung gut tun. Wenn ihr irgendwie ein bisschen Euros über habt, spendet an die Organisation. Auf der Seite findet ihr alle Infos. Man hat auf der Website Zukunft für alle mit UE geschrieben. Jetzt findet ihr alle Infos dazu. Auch da schaut mal an, was es euch wert ist, hier was zu beizutragen. Und jetzt Anita und dich nochmal. Ich habe noch eine Sache, die wir, glaube ich, vergessen haben, nämlich den Koffer, der neben uns steht. Der Koffer, danke. Dankeschön. Genau. Das kriegen wir doch auch noch auf jeden Fall unter. Dankeschön, Derya. In den Koffer, der eben halt in das Jahr 2048 geht, haben wir schon einige spannende Dinge drin, wie ein Schlüssel zum Tür, ein Stift, ein Lied. Und du hast uns auch was mitgebracht, Derya, für den Koffer. Genau, ich habe einen Drahtkleiderbügel dabei, der ein Symbol des Widerstands ist, und zwar der Widerstand gegen die Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, also eigentlich ein Zeichen für reproduktive Gerechtigkeit, würde ich sagen. Und den, vielleicht für die, die das nicht wissen, dieser Kleiderbügel ist deswegen ein Zeichen des Widerstands geworden, weil er dazu benutzt wurde und wahrscheinlich auch noch wird, selbst Schwangerschaften abzubrechen, wenn der Zugang dazu zu schwierig ist. Und da sind viele Personen auch bei ums Leben gekommen, weil das natürlich kein sicherer Abbruch ist. Ich rufe jetzt hier auch nochmal zum Safe Abortion Day am 28. September auf, wo man sich auch ganz viel engagieren und darüber informieren kann, wie es eigentlich um Abbrüche steht in der ganzen Welt. Ich lege den jetzt aber in den Koffer, weil ich will den gern in die Zukunft schicken, damit er da in einem Museum hängen kann. Weil in der Zukunft, die wir jetzt hier gezeichnet haben, gibt es diese Probleme nicht mehr. Und dann kann man sich das hoffentlich nur noch im Museum anschauen. Echt ganz toll. Dankeschön dafür, weil überhaupt nicht witzig. Als ich davon gerade gehört hatte, dass das dafür benutzt wurde, wurde mir echt schummrig. Nicht lustig und schön, wenn es irgendwann nicht mehr nötig ist. Ja, Dankeschön dafür. Danke. Okay, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich noch ein ganz paar Minuten, bevor wir rausgehen sollten. Wie viel? Eine noch, glaube ich. Okay, dann eine kurze Orga-Ansage noch für 2 Punkte. Anita. Genau, wunderbar. Wir haben, wie Andreas eben schon vorgestellt hat, heute den Beziehungsstrang, der uns durch den Tag leitet. Und vielleicht mag es deswegen nochmal besonders wichtig sein zu erwähnen, wir haben eine Awareness-AG, an die könnt ihr euch wenden. Und speziell für heute von 11 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr ist der Flint-Space trans besetzt. Da hier die Einladung, falls das gewünscht ist, das auch wahrzunehmen. Und ebenso haben wir auch den BIPOC-Space den ganzen Tag über wieder besetzt. Genau. Du hattest, glaube ich, noch einen Punkt, oder? War es das schon gewesen? Waren das alle? Nö, die Awareness und die Flint und BIPOC-Safe-Space. Ja, Mensch, dann sind wir doch sogar noch in der Time gelandet. Und dann kann ich euch allen nur einen ganz schönen Tag wünschen. Kommt gut durch. Ein spannendes Wochenende noch mit den restlichen Workshops. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und habt Spaß bei all dem, was ihr macht. Und hold on in der Zukunft. Ahoi. Danke, Derya. Danke.